Weiter geht's mit Teil 2 der Operation Konfetti-Parade in Boom Beach. Ja, gerade greift Jojo an von unserem Einsatzkommando. Deswegen bin ich jetzt hier nochmal kurz drin. Und er hat die Strategie genommen, Schwergewichte. Und die Zucker, das sind die auch super. Also Zucker gegen sowas einzusetzen. Ich habe nur an Panzer gedacht. Klar, Zucker gehen natürlich auch. Und damit macht er die natürlich platt. Man sieht der Schockwerfer gerade so nicht, dass er diese Zucker angreift. Und so macht er die Kraftbasis natürlich sauber kaputt. So, das ist zerstört. Und so gehören uns alle 58 Kommandopunkte. Da muss ich natürlich auch wieder überlegen, ob meine Panzerwahl so schlau war mit den Sanitätern, oder soll ich auch auf Schwergewicht und Zucker umschwenke. Ach, Benno, es wird auch noch kompliziert. Sau Arbeit. So, das gleiche muss natürlich jetzt hier auch mit Atlas gemacht werden. Wie gesagt, ich bin gerade in einer Überlegung. Aber Schwergewichte, die werden durch den Schützenturm spätestens durch die Mörser auch gekillt. Frage ist ja auch, lassen wir das einfach ein Mitglied machen, das nicht so stark ist? Weil wenn ich jetzt hier raufhämmer, ist klar, dann kann ich nicht mehr in die Blähware eingreifen. Und dass man das einfach dann Atlas durch eine schwächere Person erledigen lässt. Und dadurch kann man natürlich dafür sorgen, dass die Stärkeren sich um die Inseln kümmern, die zum Problemgebiet avanciert worden sind. Und das ist ganz klar diese Insel hier. Und ich überlege jetzt wirklich gerade auf Schwergewicht und Zucker zu wechseln, weil Panzer, glaube ich, gegen die Boomkanone, das wird ein Spaß. Da sind die gleich weg. Und so lange reicht auch die Schockbombe nicht aus, um die auszuhalten. Ja. Ich glaube. Ich werde mich jetzt mal mit meiner Mannschaft darüber beraten. Also ich bin mir jetzt gerade unsicher. Jetzt wäre natürlich ein Videochat echt nice, muss ich zugeben. Jetzt wäre ein Videochat echt nice. Also, ich habe jetzt geschrieben, sag mal Blähware, Schwergewicht und Zucker, also ob ich dann auf Schwergewicht und Zucker umwechseln soll. Und dann von unten links kommt, also was ich jetzt gerade eingekreist habe, von hier, so dann eine schöne Schockbombe rauf auf diese Tüten. Dann mit meinen Schwergewichten, die den Schaden aufnehmen von den Raketenwerfern. Kommt sogar kaum dahin. So, und da hinten schön die Zuckers, und die Zuckers pfeffern die einen rauf. Dann könnte ich, ja, schwer zu sagen, was ich jetzt davon killen könnte. Also, da mag ich gar keine Prognose. Und dann könnte der nächste auf die Raketenwerfer mit schön den kleinen Barbaren rauf. Düdüdüm. Und dann der nächste auf diese Kanonen. Düdüdüdüdüm. Und nochmal auf den Schockwerfer rauf. Also, diese Dinger müssen noch zerstört werden. 5 Stück. Mörse sehe ich jetzt mal nicht so an. Und dann könnte einer. Also Schützenturm weg, noch der hier. Und dann könnte man von unten her angreifen, wenn das hier alles auch weg ist. Und dann ist Blähware doch noch möglich zu gewinnen. Als wäre ich vielleicht ein bisschen voreilig in Teil 1. Ja, so ist das. Ich habe auch noch wenig Erfahrungspunkte. Ich dachte, es wird jetzt nichts mehr, weil
wenn die stärksten Spieler schon weg sind und auf die anderen Inseln raufgeballert haben, dann wird das kniffelig. Aber so könnte das wirklich knappen. So, mal gucken. Ja, klar wird es eng. Also die Dinger, der vielleicht nicht, weil dann kommt man schon wieder oben in Bedrängnis und hier von denen hat man keine Chance. Aber das müsste weg und die müssten weg. Also wenn ich das schaffen würde, 4, 8 Stück, das wird, glaube ich, verdammt eng. Aber mit meinem Panzern bin ich da auf verlorenen Posten. Also den werde ich jetzt erstmal, das werde ich mal wieder ändern. Wieso kann ich das hier nicht schwenken? Also nochmal alles abgebrochen. Nee, abbrechen. So, und jetzt gehe ich auf. Ich weiß gerade nicht, wie ich meine Boote platziert habe. 8, 4, 8, 4, 8, 4. Okay, dann kriege ich keine weiteren. Also nehme ich 8 mal Schwergewichte. Und der Rest Sukas. Habe ich denn 32, ne? Also 8 Schwergewicht und 32 Suka könnte ich aufbauen. Ja, wo ist das Video? Ja, gesagt, Teil 1 müsst ihr gerade dann machen. Das muss natürlich noch schnell in die Bearbeitung rein, weil sonst ist das Video, glaube ich, 32 GB groß. Da bräuchte ich Ewigkeiten, bis das oben ist. Deswegen kommt das nochmal schön in den Konverter rein, dass das dann schön klein wird. Von 34 GB runter auf schätzungsweise 200 MB oder so. Irgendwas in die Richtung. Ach ja, ist schnell noch ein bisschen einsacken. Wie lange brauchen die denn jetzt? Minuten. Welche Level sie sind, wird gefragt. Ja, die sogar habe ich bisher ein bisschen vernachlässigt, muss ich schicksalerweise zusagen. Ich habe die nur auf Level 6. Und die Schwergewichte. Schwergewicht ist auf Level 11. Ja, ich bin dieser Barbarenfreund und ab und zu mal Panzerfreund. Also in diesem Spiel. Und deswegen bin ich da weniger auf die Suka raufgegangen. Jetzt bereue ich es ein wenig. Aber für sowas sind sie wirklich gut. Was ist denn hier los? Kämpft gerade einer? Sniper Niki? Ah, schauen wir doch mal schnell zu. Sie oder er ist gar nicht von hier unten reingegangen, wie ich es vorhatte eigentlich, oder angesprochen habe. So, soll ich es wirklich riskieren? Jetzt habe ich die ganze Zeit klug geschissen, um mal so auszudrücken, was die anderen jetzt falsch gemacht haben. Wenn ich natürlich jetzt in Blähware reingehe und jetzt selber verkacke, ist natürlich auch peinlich, ne? Ich weiß. Ach, Menno, so schön ausgedacht, diese Strategie hier.
Und dann in der Umsetzung klicklich gescheitert? Oh Menno, jetzt wird's peinlich am Ende. So, Leute, aber ich muss es riskieren. Wenn ich schon hier die ganze Zeit meinen Senf dazugebe, was die anderen so falsch gemacht haben und richtig gemacht haben, dann muss ich auch selber jetzt. So, das ging doch schnell. Also ab nach Bleeware. Wünscht mir Glück. Ja, Flens, der Freak natürlich heavy, beide auf 11. Ja, wie gesagt, sogar wenn ich den auch in Kürze. Wenn ich auch in Kürze upgraden. Oh, jetzt nochmal schnell überlegen. Hier setze ich am besten die Shockwave-Bomben. Einmal hier oben, würde ich sagen. Dann sind die drei weg. Einmal hier unten, dann sind die vier weg. So werde ich es jetzt probieren. Also, Angriff, let's go. Was habe ich zu verlieren, ne? Ich habe 53 Energie. Das spricht natürlich schon mal für mich. Ich werde, glaube ich, volles Rohr auf die Schockbomben gehen. Deswegen werde ich jetzt keine Bombardement einsetzen, keine Artillerie, sondern wirklich jetzt direkt drauf. So, so habe ich mir das vorgestellt. Drauf jetzt eine schöne. Meine. Jetzt kriege ich richtig Pest, weil jetzt kommen die ganzen Flammdinger rauf. Ja, die vier habe ich schon mal. Aber die Schwergewichte sind zu schnell gefallen. Hätten mehr gekillt werden müssen. Zumindest die vier hätten noch weg müssen. Ach, das ist natürlich peinlich hier. 400 noch fürs Maschinengewehr. Also das ist weg. Das kann man wegrechnen. Dann sind es noch diese fünf. Ja, da muss man auch nochmal schön rauf mit Schwergewichten und Suka. Hier kann man eine Schockbombe reinwerfen, schön in die Mitte. Und dann versuchen alles zu töten. Und dann kommt der nächste hier herab und macht die Flammenwerfer weg. Das sind zwei Angriffe. Der dritte Angriff geht auf dieses Kanonenzweig hier so ein bisschen. Und dann könnte der letzte mit Zucker schön von unten kommen. Von hier. Und die Kraftbasis zerstören am Ende. Oder den Kraftkern. So in der Theorie. Also man hat es gesehen, also dadurch, dass ich die Schockbomben raufgeworfen habe, konnte ich doch relativ viel Schaden anrichten. Am Ende haben die Schwergewichte zu schnell nachgelassen durch diese Raketenwerfer. Die ja schon wirklich richtig heavy sind. Die haben natürlich dann alles kaputt gemacht. Ansonsten ging das sogar. Also das war alles schön gefreezed durch die Schockbomben. So, was sagen denn die anderen so? Atlas, würde ich sagen, müssten wir eigentlich noch schaffen. Wenn da einer mit Panzern von unten links oder mit Zucker von unten links reinkommt, eventuell noch mit Sanitätern, falls die Schockwerfer zu kritisch sind, dann könnten die mal heilen. Weil ich glaube, so allzu oft schießen die ja auch nicht. Und es müsste eigentlich genug Abstand sein. Dann sollte Atlas noch fertig werden. 13 Leute können ja auch noch von uns angreifen. Müssten wir dem bloß mitteilen, wie die anzugreifen haben.
Ja, soweit dann zu dieser Operation in Boom Beach. Und morgen oder die Tage wird es auch zu den nächsten Operationen noch mal ein paar Videos geben, ob wir uns dann verbessert haben, ob wir unsere Tipps, meine Tipps beherzigt haben, um dann besser und besser und vor allem erfolgreicher hier die ganzen Kraftkerne zu zerstören. Also wir haben eine Basis ja schon kaputt gemacht. Atlas sollte noch folgen, dann sind zwei weg. Und Bleeware könnten wir mit viel, 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 viel Glück auch noch schaffen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber 50 Kommandopunkte gehören uns ohnehin noch hier, Atlas. Das sollte aber kein Problem sein. Dann hätten wir 189 und dann die restlichen 40 bei Bleeware. Wenn wir da nochmal 10 Stück holen, Minimum, dann wäre das auch noch top. Gut, das war es soweit zur Operation hier im Boom Beach von Paul. Alles Weitere dann wie gesagt auf Touchportal und abonnieren nicht vergessen und Daumen hoch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.